Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Full House Challenge. Endlich mal wieder Full House Challenge spielen. Ich hatte ja ein bisschen was auf Vorrat aufgenommen, aber ja. Ich muss auch noch mal ganz kurz nachgucken, dass wir bei Victor stehen geblieben sind. Ja, er wollte eigentlich Fernsehen gucken, aber mal schauen. So, was ich jetzt gern erstmal machen möchte. Ich habe ja nämlich so ein paar Add-ons mir noch gegönnt, seit dem letzten Mal spielen. Und ich muss jetzt erstmal suchen. Gehört Wäsche machen zu Sanitär eigentlich mit dazu? Weiß ehrlich gesagt nicht, wo man Waschmaschine und so findet. Waschmaschine. Grünwasch. Freizeit. Okay, es interessiert mich jetzt mal. Warte mal, Freizeit. Kreativ. Wissen. Verschiedenes. Warte mal, Deko. Auch nicht. Draußen Kinderzimmer, Büro. Oh, warte mal, haben wir nicht hier Freizeit? Nee, Hobbys und Fähigkeiten. Innenaktivitäten. Meerwasser plus Aquarium. Okay, das ist wesentlich geiler als das, was wir haben. Aber die Farbe ist hässlich. Ah, Waschmaschine, feuriger Trockner. Da haben wir unsere Trockner-Kombi. Wir müssen nur noch gucken, wo wir das hinstellen. Ich habe überlegt, vielleicht im Keller. Und ich würde gern zwei hinstellen, weil wir haben ja so mega viele Sims. Man kann das einzeln, das ist ja geil. Wir machen das mal weiß. Wow, das ist schon geil. Also einfach nur aufeinander gestellt, ist auch cool. So. Aber das oben stehen. Wir haben anderes oben, oder? Ich finde hier Sachen, wenn man mal wieder durchguckt. So, ich wollte aber was Oberflächenmäßiges nehmen. Was wir hier erstmal hinstellen können. Oh, das ist perfekt. Das ist perfekt. So. Für Wäsche und so, ne? Seltsames Ende. Ich muss erstmal hier den Move Objects Sheet anmachen. Move Objects. So. Ich habe Angst, dass die dann da nicht mehr rankommen. Das ist auch nicht schlecht. Wir stellen zwar gerade die Sauna zu, aber kein Problem. Wir machen das halt einfach mal so. Das möchte ich aber hier ranstellen. So, weil ich wollte hier jetzt nämlich, dafür müssen wir glaube ich mal bei dieser Deko gucken. Waschmittel. Dabra. So, haben wir noch was anderes? Galvanischer Eimer. Jedoch esoterische Speise. Nee, das wollte ich nicht. Karten irgendwas. Auch nicht. Heiße Schokolade. Es ist schon verführerisch hier alles. Oh, Töpfe.
Jetzt haben wir hier Rolf Wolfs Basisutensilien. Sieht mir nach Lagerfeuer aus. Koffer von Jack Lumber. Alles klar, alles klar. Okay, wir machen die mal mittig. Ich würde sagen, wir gönnen da auch ein Geländer. Ich würde es gerne irgendwie blau machen hier unten. So. Und vielleicht so Laminatboden. Wir haben jetzt ja auch so schönes Neues. Ah, nee. Ich kann mich nicht entscheiden. Oder den klassischen. Ja, wir lassen das jetzt erstmal so. Das passt schon. So, wir haben nämlich auch genau 0 Geld übrig. So, wir müssen aber Wäsche sammeln. Also wir müssen jetzt eh nochmal Geld zusammensammeln. Da müssen wir mal gucken. So, wir machen erstmal auf Play, ne? Damit es erstmal weitergeht. Ich trinke auch erstmal was. Ah, schon besser. Sie hatte Bock auf ein Glas Wasser anscheinend. Claire ist zur Arbeit. Dann darf Claire fleißig arbeiten. Was haben wir denn bei ihm? Level 4 der Logik. Berichte ausfüllen hat er noch nicht gemacht. Dann machst du das jetzt mal. Stellst das da oben ab. Das ist echt eine tolle Idee. Ein Wäschehaufen. Ja, super. Ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt überall Wäsche rumliegen haben werden. Aber das Coole ist, wir können das verkaufen. Und wir können saubere Wäsche auch verkaufen. Das bringt dann sogar irgendwie 70 Simoleons oder so. So, danach spielst du nochmal Schach. Unser cooler Garten hier hinten. Klein, aber freundlich. So, hier liegt jetzt auch schon Wäsche. Okay, wir verkaufen das erstmal, ja. Mich interessiert mal, ob die automatisch selber Wäsche machen. So, er ist müde, aber das ist egal. Boah, das waren die besten Berichte des Jahrhunderts. Sieht sei echt begeistert vor. Aber Level 4 braucht er, glaube ich, auch, ne? Ja, dann ist ja gut. Dann darfst du jetzt schlafen gehen. Oh, hier liegt überall Wäsche. Ich hätte mir Geld zurücklegen sollen für die Wäschekörbe. Aber egal. Oh, jetzt ist er schon wieder verbuggt, ey. Ja, wie gesagt, es hilft. Das habe ich in der Doppelhaus-Challenge schon herausgefunden. Oder in der Einfamilienhaus-Challenge. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau. Wenn man auf Pause klickt und dann wieder auf Weiter, das löst erstmal das Festgebackte so ein bisschen. Ach, wir wollten ja noch eine WG-Katze kaufen. Er lacht hier erstmal ganz komisch. Alles klar. Wann lachen die beim Schlafen?
Das ist mir etwas neu, muss ich gestehen. So, dann kann er ja bald befördert werden. Claire hat Geld mit nach Hause gebracht, das ist super perfekt. So, Wäsche. Korb. Wir nehmen jetzt erstmal den billigen hier. Ja, wo hat er Platz dafür? Neben dem Kamin. Okay, er kriegt so einen weißen. Also sie hat auch keinen Platz dafür. Wir stellen es hier hin. Sie kriegt aber einen schwarzen. Er kriegt einen braunen. So, wir verkaufen jetzt auch mal die Wäsche, die wir hier irgendwo sehen. Das erste. Ich weiß, dass wir eigentlich nicht bauen dürfen in den Zimmern, aber für die Wäsche mache ich jetzt echt mal eine Ausnahme. Ich sehe den grünen, nee, ne? Dann kriegt sie einen weißen. Ich stelle ihn jetzt erstmal hier hin. Das passt zwar nicht, aber egal. So. Sie kriegt einen schwarzen. Das stellen wir mal hier hin. Und ja, für ihn haben wir keinen mehr, für die beiden. Okay, es ist ja kein Problem. Er kriegt wieder einen Sprechanfall beim Schlafen. Alles klar. Zwischendurch hier immer mal was trinken. Oh, das ist ja unterschrieben, ist ja cool. Ja, das dauert leider immer ein bisschen ewig in der Nacht, aber hey, ist ja kein Problem. Er muss ja erstmal furzen, ey. Er ist ja echt super. Erstmal fett furzen, das Fenster geschlossen lassen und sich an den PC setzen. So muss das. So nicht anders. Ihr seid doch alle im richtigen Zimmer, ja? Nicht, dass das so wie letztes Mal ist. Sieht alles gut aus. So, er muss in 2 Stunden arbeiten. Ja, wir müssen hier noch mal einen hinstellen. So, dann darfst du mal die Toilette benutzen. Und eine erfrischende Dusche nehmen. Und Frühstück servieren. Frühstückseierlei. Alles klar, das nehmen wir mal. So, und dann darfst du noch mal den Garten bewässern. Okay, das machst du vor dem Frühstück am besten. Frühstück servieren, jetzt Frühstückseierlei. Sie schiebt sich erstmal was in den Mikrowelle, in die Mikrowelle. So, und jetzt können wir zu Claudio wechseln. Und zwar Damien muss in einer Stunde zur Arbeit, Victor auch. Egal, der muss noch Blumen gießen. So, die Toilette verwenden. Er macht einfach weiter. Er könnte auch mal eine Dusche vertragen, ne? 6 Stunden bis zur Arbeit. Okay, du nimmst auf jeden Fall erstmal Urlaub. Nein, nicht den Urlaub. Urlaubstag neben Entertainer. Level 5. Nachdenklich duschen. Er muss Sport machen, ey, das geht gar nicht. Claudio hat einen Tag Urlaub genommen, das ist schön.
Das ist schön. Viktor macht hier fleißig, was er tun soll. Das ist auch gut. So, was brauchte er jetzt noch? Klavierfähigkeit. Erstmal muss er was essen. Haben wir noch was auf Vorrat? Nee, ne? Na super. Okay, mach mal ein Obstsalat. Bin ja erstaunt, dass diese Küche hier nicht rumbackt. Damien ist zur Arbeit. Nachdenklich, genau, das ist gut. Wer auch immer hier angefangen hat, sollte es vielleicht zu Ende machen, bevor es brennt. Hier ist echt Party in der Küche. Aber Viktor hat hier Frühstückseierlei gemacht. Qualität normal. Lurisium. Ach ja, Lucien ist auch zur Arbeit. So, dann mal alle fleißig arbeiten hier. So, Lebensdauer ist noch auf lang, ne? In 27 Tagen werden die hier alle feiern. Werden alle gleichzeitig älter. Es ist natürlich reiner Zufall, dass alle dann Geburtstag haben. Ey, du bist so ein Volltrottel, ne? Dass das hier auch noch drin geblieben ist. Der muss auch echt mal Sport machen. So, Konkurrenzprodukt in Arbeit. Damien erfährt inoffiziell, dass ein Konkurrent an einem Produkt arbeitet, das fast identisch mit dem ist, an dem er gerade arbeitet. Er kann die Geschäftsleitung informieren oder still sein und hoffen, dass der Konkurrent einen Reinfall erlebt. Wir warnen, weil ich habe mal das andere gemacht, das war schlecht. Mal gucken, ob das auch schlecht ist. Die Geschäftsleitung gerät in Panik und entscheidet, das Produkt von Damien mit allen Fehlern schnell auf den Markt zu bringen. Das kann nur zu schlechten Beurteilungen und schlechten Verkaufszahlen führen. Anschließend veröffentlicht der Konkurrent sein Produkt als verbesserten Nachfolger zum Mäusemelken. Aber das andere war auch schlecht, als ich das mal angeklickt habe. Na egal. Kollegen anschreien, das sollte er vielleicht nicht tun. Ja, schau doch dabei den Kochkanal. So, Viktor ist zur Arbeit, dann darf er auch fleißig arbeiten, dann wird er nämlich befördert. Macht er jetzt? Nein, 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 nicht Darts spielen. Du sollst das aufessen. Boah. Das funktioniert ja echt super. Ich hasse das, dass das im Moment so krass verbuggt ist. So. Wir haben ja immer nur 20 Minuten gespielt und die sind schon fast um. Ich komme schon durcheinander, mit wem wir was gespielt haben. So, wir machen den Garten später. Weil er jetzt erstmal... Oh Gott. Ein Konkurrent hat sich an Viktor gewendet, um ihn von seinem derzeitigen Unternehmen abzuwerben. Okay, wir werden uns weiterentwickeln. Leistungsverbesserung mittelgroß üben. Jingle schreiben. Viktor nimmt den neuen Job an. Das neue Unternehmen bietet genügend Aufstiegschancen. Also sollte er bald mit einer Beförderung rechnen können. Nicht, dass er das eh schon hätte tun können, aber egal. So, wir haben hier oben jetzt die Räume ein bisschen angepasst. Ich erinnere mich. Ich finde diesen Teppich so geil, der passt so richtig zum Musiker. Dieses Poster hier auch. So, fleißig arbeiten. Die arbeiten alle fleißig, ne? Ich muss doch mal nachgucken, echt. Ein Hund vor der Tür oder hat er jetzt Hundegebell eingeführt? Einfach nach Katastrophe, aber egal. Er muss es halt lernen, ne? Er braucht nämlich Klavierfähigkeit Level 2. Hat er das damit jetzt oder wie ist das? Ja, hat er. Phyllis kommt bei ihrer neuen Geschichte nicht weiter. Ihr ist aufgefallen, dass ihr Kollege versehentlich ein vorläufiges Manuskript im Büro liegen lassen hat. Willst du dir einige seiner Ideen ausleihen oder einfach liefern, was du bisher hast?
Wir sind ehrlich. Wir sind ehrlich. Ihr Kollege wird befördert, da er ein bahnbrechendes literarisches Werk eingereicht hat. Ach, hätte sie doch nur. Ich finde das so assi. Nee, ich finde das zu assi. Ich finde das blöd. Okay, geh den Garten bewässern. Die muss, glaube ich, erst später arbeiten, oder? Aber ernten können wir, glaube ich, noch nicht. Wir können aber, glaube ich, weiterentwickeln. Gegen Käfer einsprühen. Oh je. So, Lucien hat schon mal Geld mit nach Hause gebracht. Das ist gut. Weiterentwickeln können wir aber nichts, ne? Ich hatte das mit einer anderen Familie, dass selbst diese Anzeige hier irgendwie verbuggt war. Das hat mich so genervt, ne? So, wir werden aber mal hier pausieren, während er da fleißig, freundlich vor den Blumen steht. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und dann erstmal ciao und bis zum nächsten Part.